Mein Name ist Christian Koch von der Scandio. Wir machen dasselbe, was die TNG macht, nur kleiner. So, um das mal so zusammen zu fassen, haben sogar gemeinsame Kunden. Arbeiten zum Teil gemeinsam bei Kunden? Genau, arbeiten zum Teil sogar in den gleichen Projekten bei einem Kunden. Deswegen bin ich aber heute nicht hier. Es ist tatsächlich so, dass wir nach 10 Jahren Partnerschaft mit der Firma Atlassian und den Mut gefasst haben und Jira Service Desk bei uns selber eingeführt haben. Jira Service Desk ist gute 4 Jahre alt, ist ein Resultat aus sogenannten Ship-It-Days. Das heißt, es wurde wirklich innerhalb von 24 Stunden die erste Version gebaut, hat einen ersten Preis gemacht bei Atlassian und dann haben die gesagt, das ist so gut, lass uns ein Projekt draus machen. Zu der Zeit sind die meisten Partner und Kunden haben schon ihren Service Desk auf Jira gehabt. Die haben halt mit Standardmitteln das Ganze umgeführt. Nach 4 Jahren hat es eine gewisse Reife. Wir haben es auch erst beim Kunden eingeführt und dann bei uns, damit wir ein bisschen mehr lernen können, um das Ganze zu machen. Und eigentlich möchte ich euch die Story so ein bisschen dahinter erzählen, was wir eigentlich gemacht haben. Erstmal, warum macht man das? Ich habe gerade gesagt, wir sind kleiner, wir sind 50 Festangestellte, ein paar Freelancer. Warum braucht man da überhaupt einen Service Desk? Und was macht man damit? Tatsächlich haben wir sogar 4 Sachen in der Zwischenzeit damit umgesetzt. Das eine ist, wir haben ein kleines Produktbusiness und haben den kompletten Support für die Produkte, das weltweit ist, auf Service Desk umgesetzt. Wir haben alle internen Anforderungen der Mitarbeiter, das klingt ein bisschen komisch, komme ich gleich noch genauer drauf, über den Service Desk geroutet in der Zwischenzeit. Wir wollten möglichst viele Kunden aus unserem Jira Software loswerden. Irgendwann wird es lizenztechnisch auch fragwürdig. Und ich weiß nicht, ich glaube, es sind jetzt noch 180 Kunden auf dem Jira Software drauf. Und wir wollen die aber sukzessive offboarden tatsächlich in dem ganzen Bereich. Und wir wollen, und das ist auch ein großer Teil von der Präsentation, tatsächlich unsere Business-Prozesse, welche das sind, da komme ich gleich noch drauf, mit Jira Service Desk optimieren. So. Bevor ich in den ersten Punkt einsteige, wer kennt Jira Service Desk gar nicht? Gibt es 2, 3 Leute. Es geht wirklich darum, um ein Ticket, einen Request zu erfassen, in einer Liste, also wirklich in einer sequentiellen Liste abzuarbeiten, ein Service Level Agreement, Zeit bis zur ersten Antwort, Zeit bis zur Lösung und so weiter zu hinterlegen und die Tickets so schnell wie möglich abzuarbeiten. Was man dort nicht sieht, ist irgendein Scrum Backlog, eine Kanban-Wand oder irgendetwas, was Jira sonst so stark macht, ist alles ausgebaut. Wie nutzen wir das für den Produktsupport? Unser Jira, mit dem wir täglich arbeiten, ist auch relativ gut von außen erreichbar, aber das war uns dann doch ein bisschen zu viel. Das heißt, wir haben uns für den Produktsupport eine kleine Instanz, eine $10-Instanz, ein Confluence, ein Jira Service Desk extra aufgebaut und dort den Supportprozess abgebildet. Was man hier sieht, ist das sogenannte Einstiegsportal. Das heißt, dort kann ich reingehen, unabhängig von den Produkten. Die Liste der Produkte sieht man darunter. Sofort das Suchen anfangen, kann noch kein Ticket anlegen und komme dann, wenn ich was eingebe, vielleicht sogar schon auf einen Knowledge Base Artikel, den ich in Confluence pflege, was wir für die größeren Produkte auch konsequent machen, rein, kann da draufklicken. Hier und sagt da irgendwelche JDBC-Probleme. Hat dir das geholfen? Ja oder nein? Wenn er ja klingt, bin ich im Reporting drin. Wie viele Requests habe ich verhindert durch die Knowledge Base? Ja, da sind wir so zurzeit bei einem enormen Wert von 1 im Monat. Meistens ist es der mit der JDBC-Connections für die Leute, die testen. Aber es wird immer besser. mehr als eine, aber jetzt auch nicht endlos viel. Ich glaube, es kommt nachher sogar noch ein Chart. Wenn das nicht hilft, dann komme ich aufs Produkt und sehe das Produktportal und dort kann ich Request-Kategorien auswählen. Diese Request-Kategorien sind keine Issue-Types. Das heißt, man konfiguriert sich jetzt nicht tot ein Issue-Type,
pro Request-Kategorie, sondern man kann das sehr angenehm konfigurieren, leider noch nicht sehr angenehm kopieren. Das heißt, man macht das Ganze mit ein bisschen Sisyphus-Arbeit sehr, sehr viel. Was die Agents dann sehen, ist im Prinzip ein abgespecktes Jira, wo nur noch die Queue vorhanden ist und arbeiten dort die Tickets durch. So, was ist hier der Vorteil? Und das kommt heute ganz, ganz häufig. Alle Leute sehen dasselbe. Wenn ihr ein E-Mail-Postfach habt, support@haumichtot, dann sehen die Leute nicht dasselbe. Sie wissen nicht automatisch, ist das bereits bearbeitet worden? Hat jemand damit angefangen, das zu bearbeiten? Und die externe Kommunikation und die interne Kommunikation sind zwei Streams. Und das macht es für uns in der Produktentwicklung stark. Wir haben keinen dedizierten Support. Und deswegen ist es für uns wirklich wichtig, dass wir wissen, wer daran arbeitet. Weil die 4 Stunden bis zur ersten Response ist für uns teilweise schwierig. Wir wollen auch nicht, dass die Leute aufhören zu programmieren. Also die sollen ja im Flow drin bleiben und ab und zu nur mal da reinschauen. Dann habe ich ein ganz normales Ticket, das ich im Prinzip durcharbeiten kann. Was ihr hier schon seht, ist, dass die SLA-Auswertung für den Agent immer sichtbar ist, für den Kunden übrigens nicht sichtbar ist. Also man muss jetzt nicht Angst haben, dass ich da irgendwie das öffne nach außen. Und hier haben wir für ein Produkt die Anzahl der Tickets, 94 created, 94 resolved. Habe es heute so lange warten müssen, bis das dann auch gepasst hat, in verschiedenen Frequenzen. Aber hier sieht man schon, ich habe auch eine gute Auswertung. Ja, was schaffen wir eigentlich? Und in der Beratung, hat jetzt mit unserem nichts zu tun, haben wir oft so von den Leuten, die Tickets bearbeiten wollen, die Ängste, dass sie sagen, dann werde ich ja kontrolliert. Und faktisch ist es aber genau das Gegenteil der Fall. Ich kann als Mitarbeiter sagen, schaut mal, was wir bearbeitet haben. Wir brauchen mehr Power, wir brauchen mehr Leute im Team. Mehr sagt so das Reporting sowieso nicht aus. Das war im Produktbereich. Damit haben wir schon im Februar 2017 angefangen, das Ganze aufzubauen. Dann haben wir uns das eine Zeit lang angesehen, haben gedacht, das ist aber gar nicht so schlecht. Wir wachsen ja auch und wir könnten das auch intern einführen. Im Januar haben wir noch was anderes gemacht. Wir haben uns von einem klassischen Organigramm, das bei uns so nie existiert hat, aber in den Köpfen irgendwo vorhanden war, gelöst und haben gesagt, wir organisieren uns in selbst organisierenden Teams. Das heißt, das Organigramm ist so gestrickt, dass das hier die produktiven Einheiten sind, wenn man so schön sagt. Und in der Mitte das H-Team steht für Help, das macht, damit die anderen Teams arbeiten können. Ja, so. Selbst organisiert heißt auch selbst gemanagt. Jetzt hast du ein großes Problem. Du brauchst einen Adapter für dein Notebook und weißt nicht, wen du fragen sollst, weil du bist ja selbst organisiert. Hat dann dazu geführt, dass das im HipChat All Channel bei uns, ich weiß nicht, ob ihr es lesen könnt, aber ich glaube, ich habe sogar einen Zoom dabei, ungefähr so war: Kann mal jemand BSH Partner 2018 in der DB freischalten? Gibt es schon ein Projekt BINV, was immer das ist? Konst 2018. Und dann hat mein Kompagnon, Geschäftsführer, innerhalb von einer Minute dann geschrieben. Ich habe extra bis Januar zurückblättern müssen, dass ich dieses Beispiel gefunden habe. Ist reiner Zufall, ja. Im Normalfall hätte es auch einfach nicht passieren können. Dann geht man dann zur Tür, geht rein. Jetzt haben wir in Augsburg ein Office, der konnte nicht nach München zur Tür gehen und reingehen und sagen, kannst du mal machen. Und das H-Team hat es überhaupt nicht mitbekommen, dass hier etwas zu tun ist. Deswegen haben wir tatsächlich für uns intern, für die kleine Gruppe, einen internen Service Desk eingeführt. Und der sollte überhaupt nicht eine Überorganisation oder sonst irgendwas darstellen. Wir haben mit einem Ticket-Typ angefangen und haben dann ganz schnell gemerkt, man braucht eigentlich viel mehr. Das geht von Verbrauchsmaterial, Ausstattung, Einkäufe, über Tätigkeiten in der Zeiterfassung, neue Projekte beim Kunden anzulegen, Demosysteme hochzufahren. Wir haben so eine Portainer-Kubernetes-Umgebung, wo man das Ganze macht, bis hin zu Fehlern im eigenen System. Ja? Und die Leute haben sich total gefreut. Reisebuchung, genau. Team-Event oder sonst irgendwas. Und die Leute haben sich total gefreut, weil im Prinzip ich immer einen vollständigen Stream habe.
Und die Leute, die in dem Help-Team arbeiten, haben sich auch gefreut, weil sie mussten nicht immer Angst haben, dass sie irgendetwas verlieren oder etwas nicht machen können, sondern die haben gesagt, ich schaue zweimal am Tag da rein, das muss bei so einer Firma locker langen, und guck, ob was ad hoc vorhanden ist. Reduziert natürlich ein bisschen die direkte Kommunikation, den Flurfunk und so weiter, ist aber, wenn man konsequent arbeiten will, wenn man konzentriert arbeiten will, vielleicht auch gar nicht so schlecht. Ja? Und dann sieht man hier, wusch, das geht durch. Es kommt eigentlich jeden Tag was rein und wird dann ganz konsequent abgearbeitet. Und wir fühlen uns viel wohler, weil Chat kein gutes Medium dafür ist. Bei E-Mail erreiche ich meistens die falschen Leute. Und der Service Desk war für uns relativ easy aufzusetzen. Shira war schon da, war überhaupt kein großes Problem. Das alles ist Standardfunktionalität, was Atlassian mitliefert. Da muss man faktisch gar nichts machen. Da kann ich innerhalb von einer Stunde anfangen, den Service Desk zum Fliegen zu bringen. Der war falsch. So. Was ein bisschen spannender war, ist, okay, wenn es jetzt intern läuft, dann lass uns doch jetzt mal versuchen, bei uns heißt es immer Mittelstandskunden, ja, also mit den großen Kunden machst du es nicht, da arbeitest du in der Regel auch auf dem Jira vom Kunden und nicht auf dem Jira von uns, aber mit Mittelstandskunden, die mehr und mehr auf den Service Desk zu ziehen. Wie war es denn bisher? Wir haben ein Projekt angefangen, haben das Projekt entwickelt, meistens mit einer Kanban-Wand, wenn es Mittelstandskunden war, weil im Scrum-Umfeld 3 bis 4 Entwickler über 5, 6 Sprints hat man da nicht in diesem Umfeld. Dann war es eine Kanban-Wand und die Kanban-Wand ist dann einfach geblieben. Und wenn der Kunde eine Frage hatte, unabhängig davon, ob er Support hat oder nicht, hat er die einfach in die Kanban-Wand reingeschrieben und hat darauf gewartet, dass es beantwortet. Hat auch gut funktioniert, hat über 10 Jahre gut funktioniert, was müssen wir tun? Wir müssen die Anzahl an Jira-Software-Users irgendwann reduzieren, kostet auch Geld. Und die Kunden, in Anführungszeichen, im Service-Desk, also die, die Anfragen stellen, verbrauchen ja keine Lizenz. Es ist eine einfachere UI für neue Kunden, weil nicht jeder Kunde möchte mit einem vollständigen Jira, mit einem Kanban-Board umgehen, sondern eigentlich möchte nur sein Ticket loswerden. Geht auch mit E-Mail natürlich. Wir hatten ein großes Interesse zur Verbesserung der Response-Zeit beim Kunden, gerade in kleinen Projekten, dass wir alles in einer Queue haben, dass eine Confluence-Frage, eine Jira-Frage, die bei uns sehr, sehr regelmäßig reinkommt, muss nicht von dem Team beantwortet werden, was da drin ist. Die können locker mal 12, 15 Leute beantworten bei uns und dann ist man einfach schneller, optimiert seine Arbeit in dem ganzen Bereich und kann auch mehr Transparenz darstellen und kann mehr Know-how ansammeln innerhalb der Queue. War nicht wirklich einfach. Ja? Der Service Desk sieht genauso aus. Die Leute müssen als Customer zugelassen werden. Das heißt, wir legen die Customer an. Das ist nicht für Anonymous offen. Man kann sich nicht selbst registrieren, sondern wir sagen ja, du darfst da mitspielen, du darfst da rein und dann kann der Kunde hier Aufgaben, Support, Verbesserungen und Ähnliches anlegen. Das könnte man noch optimieren, dass das je nach Kundenart erscheint. Das ist momentan für alle gleich. Muss auch dazu sagen, mit vielen Mittelstandskunden haben wir Verträge, Abmachungen, wo sagt, alles, was bis Größenordnung x Stunden über den Service Desk reinkommt oder früher über das Jira reinkommt, gilt als beauftragt, wenn das Ticket angelegt worden ist. Das heißt, da müssen keine Angebote geschrieben werden oder sonst irgendwas. Und wir schreiben auf die Rechnungen dann nur noch die Ticketsnummer entsprechend mit drauf. Ja. Was man jetzt sieht, das sind sehr viele Atlassian-Kunden, die daran arbeiten. Ich habe eine Gesamt-Queue, wo ich drüber gehen kann. Ich habe aber auch kundenspezifische Queues. Was ist eigentlich gerade offen, was wir hier noch nicht erreicht haben, da sind wir gerade dran, das Ganze zu erforschen, wie wir es denn hinkriegen, dass wir anhand von der E-Mail-Domain des Kunden die sogenannten Organisationen für die Customer selbst bestimmen können. Das heißt, dass das automatisch in die Queues reingeht. Momentan machen wir da noch klassisches Dispatching. Das heißt, irgendeiner hat immer Dienst
und schaut, dass die Tickets, wenn sie reinkommen, vorsortiert werden, einsortiert werden. Dieser ganze Prozess ist vorher wirklich vollständig über Jira gelaufen und wir sind so bei einer Größenordnung von 40%, die wir umstellen konnten. Und es ist nicht sehr einfach, Kunden umzuerziehen. Ja, also wenn der Kunde mal ein Kanban-Board hatte, dann möchte er das Kanban-Board eigentlich behalten. Ja. Kunde setzt sich dann auch mal hin und priorisiert die Tickets im Kanban-Board Freitagnachmittag um 14 Uhr um. Ob das jetzt sinnvoll ist oder nicht, wissen wir nicht. Aber das ist etwas, das möchte er gerne machen und das geht im Jira Service Desk nicht mehr. Ticket anlegen, warten bis Ticket fertig ist und kommentieren. Das ist die einzige Lösung. Das Arbeiten mit den Queues fällt den Mitarbeitern aus den Projekten manchmal sehr schwer, weil sie zu viel sehen und sagen, ich möchte mich nicht darum kümmern, das bremst mich. Das bremst mich in meiner Produktivität. Da sind wir auch noch auf der Suche nach Lösungen. Reporting, was sehr, sehr gut funktioniert für klassische Support-Service-Desks, funktioniert hier nicht, weil der Kunde kann ja auch eine Aufgabe einstellen. Wenn Sie mal eine Aufgabe nehmen wie installiert mir ein neues Staging-System, ja, dann haben Sie sofort den SLA gebrochen, weil das geht halt nicht in der Zeit oder man vereinbart, dass es gar nicht so schnell gehen muss. Kann ja auch sagen, ich brauche in 5 Tagen den SLA und da müssen wir noch dran arbeiten. Also das Reporting von diesem Service-Desk ist in der Regel im Arsch. Man hat es auch vorhin gesehen, es waren einige drin, die drüber waren. Was man da machen kann, ist entweder im Workflow Statuselemente einbinden, die die Zeit stoppen, das heißt, die es nicht weiter mitzählen, das haben wir bis jetzt noch nicht gemacht, oder meines Erachtens bessere Lösung ist, über die Issue-Types zu erkennen, das ist kein Request, das ist ein Kleinauftrag oder nenn es wie du willst und dem dann einen anderen Service-Level geben. Ja. So, aber aktuell, wie es da läuft, noch nicht wirklich gut. Ja, so. Und jetzt kommt ein Kunde, der sagt, oh, ich finde es eigentlich cool. Das finde ich nicht so cool. Kaffee an. Jetzt kommt ein Kunde und sagt, das ist cool und legt 10 Stück in a row an. Der sagt, ich habe jetzt Zeit, ist wieder Freitagnachmittag, er kann seine Kanban-Wand nicht mehr umsortieren. Was macht er? Er legt 10 frische Tickets an, was wir in den nächsten 3 Monaten mal gemeinsam angehen sollten. Das sollte man nicht mal ausprobieren. Ja? Da muss man zum Kunden sagen, okay, wir haben die Tickets angenommen, wir schließen sie gleich wieder und klonen sie in das Umsetzungsprojekt rein. Das ist die häufigste Fall. Oder wir sagen zum Kunden, da müssen wir was am Prozess ändern, das kann so nicht funktionieren. Probiert es nicht mal Projekte und wenn es bloß 10 Tickets ein Mini-Projekt ist, in einem Service-Desk umzusetzen. Ja, da ist Jira, gefilterte Listen oder ein Kanban-Board oder sonst irgendwas ist ungleich besser. Also dafür ist es schlecht. Ihr könnt nicht sortieren, ihr könnt nicht priorisieren, whatever da kommt. Das ist alles ausgebaut. Das ist vereinfacht in dem Dings. Und bei unseren Mitarbeitern fehlt auch ab und zu nochmal das Mindset, dass ich mich an den Service Desk ransetze. Meistens haben die Mitarbeiter recht, weil dann sind es nämlich keine Service Desk-Projekte. Oh, das waren die ersten 2. Jetzt wird es spannend. 3? 3 waren wir schon. Jetzt wird es spannend. Digitized Business Processes. Was haben wir gemacht? Ist relativ einfach. Welche Prozesse in einem kleinen Unternehmen sind nicht digitalisiert? Das ist jobs@scandio.de, info@scandio.de, sales@scandio.de, also alles, was über irgendwelche E-Mail-Verteilergruppen reinkommt oder über die Website, über Formulare reinkommt oder über Partner, deren Formulare entsprechend wieder reinkommt. Und das hat uns ziemlich genervt. Ja? Wir hatten die größten Bauchschmerzen tatsächlich im HR, im Recruiting-Prozess. Da gibt es auch gute Tools, aber wir sind nun mal sehr Atlassian-minded und haben gesagt, das kriegen wir auch mit Atlassian Service Desk hin. Und wir haben Bauchschmerzen im Sales. Warum? Wir hatten die letzten 2 Jahre auch schon eine Sales-Pipeline in Jira, wo jeder Sales-Prozess sozusagen ein Ticket war. Aber wir konnten mit dem Kunden an diesem Ticket nur schwer kommunizieren. Da gibt es irgendwelche Tricks, dass man
die Ticketnummer in den Betreff schreibt und dann per CC das entsprechende Postfach anspricht, das Postfach wieder von Jira gelesen wird, ja, und jeder zweite Kunde klickt nicht auf Reply All, sondern klickt halt nur auf Reply und dann hast du schon wieder verloren, markierst es aus deiner Mail, packst es da rein, das ist alles Murks, kostet wahnsinnig viel Zeit und man hat keinen durchlaufenden Prozess. Ich mache das jetzt mal am Beispiel vom Recruiting mit euch durch. Wie bin ich eigentlich in der Zeit? Superschnell, cool. Da haben wir gemerkt, oh shit, jetzt sind wir an die Grenzen von Jira Service Desk gestoßen. Erster Test hat ergeben, Mail only funktioniert in Jira Service Desk überhaupt nicht. Ja? Ich habe keine Chance, dem Kunden vorzuspiegeln, dass er an eine E-Mail-Adresse schreibt, ihm zu antworten, die Kommunikation in einem sauberen Stream zu haben, ohne dass er es merkt. Und der Bewerber hat sich unheimlich gefreut, wenn er als erste Mail bekommen hat, danke, dass du dich am Service Desk angemeldet hast, du kannst jetzt dein Passwort vergeben. Ist vielleicht nicht der richtige Weg. Diese E-Mail, also Willkommens-E-Mail letztendlich, ist erst seit der letzten Version, 3 Wochen oder sowas, abschaltbar. Davor war die hart gecodet, die war nicht abschaltbar. Die war nicht mal Template-fähig. Ja. Aktuell ist sie tatsächlich abschaltbar, was schon mal hilft, aber E-Mails funktioniert trotzdem nicht. Attachments gibt es offiziell gar nicht. Ja. Wenn ich in eine Antwort in dem Service-Desk-Formular ein Attachment hochlade auf das Jira-System, dann bekommt der Kunde einen Link. Er bekommt einen Link auf einen Service-Desk, wo er überhaupt keinen Zugriff hat. Auch wiederum blöd. Ja? Das Attachment selber wird nie transportiert. Leute ins CC zu setzen, zu informieren, am Ticket mit dran zu setzen, ist leider auch nicht möglich. Die weiteren Challenges sehr stark beim Recruiting wiederzusehen. Die Von-Adresse ist leider nicht immer der Kunde, ne? Weil das ist dann irgendwie bewerbung@stepstone.de und JobAdWords und wie sie alle heißen, die dann als Von-Adresse eingetragen werden. Das ist auch etwas, was wir bis heute noch nicht vollständig gelöst haben. Und wenn man dann so weit ist, dass man eine Kundenkommunikation oder eine Bewerberkommunikation über den Service Desk macht, dann habt ihr 2 Knöpfe, Comment Internally und Comment to Customer heißt es. Ja. So. Und denkt, ja, das ist super geil. Und dann kommt man ins Tagesgeschäft rein und schreibt beim Bewerber, ah, ich weiß nicht, ob der passt. Und bei jedem Knopfdruck hast du immer... Bin ich am Richtigen? Kann ich den wirklich wegschicken? Mache ich gerade das Richtige? Ja, und im Bewerbungsprozess haben wir analysiert, sind 60% der Kommentare sind interne Kommentare. Ja? Man fragt ja die Teams, wie schaut es aus? Gefällt euch dieser Lebenslauf? Sollen wir den einladen? Wen wollen wir einladen? So diesen ganzen Kommunikationsprozess, der bisher über Chat, über sonst irgendwas gelaufen ist, hier reinzubringen, war echt schwer und die Angst hat immer mehr zugenommen, je mehr wir mit diesem System gearbeitet haben. Also die Angst, wirklich den falschen Knopf zu drücken. Und beim Sales ist es ganz genauso. Ja? Also stellen wir mal vor, der Kunde kriegt als erstes, wo drin steht, was bieten wir dem Kunden denn an? Ja, herzlichen Dank. Ja. Aber ihr müsst ehrlich sein, die Frage macht jeder. Ja? Also die diskutiert man natürlich, aber sollte niemals zum Kunden reingehen. Und was wir dann auch noch gemerkt haben, sind so Kleinigkeiten, dass ein Recruiting-Projekt, jobs@scandio.de, ist ein öffentliches Projekt, muss ja anonym hinschreiben können. Ja, und im Portal ist das für jeden angemeldeten Benutzer. Das heißt, alle Produktkunden, alle Servicekunden und so weiter vollständig sichtbar. Man kann sie bis heute nicht verstecken. So, geht nicht. Keine Solution. Ja, haben wir gesagt, hör mal auf, oder sind wir eine Softwarefirma? Wir sind eine Softwarefirma, wir haben uns einfach ein Custom Add-on geschrieben. Im Nachhinein muss man sagen, es war scheiße schwer. Und ob sich das Investment lohnt, möchte ich mal in Frage stellen.
Wir nennen das jetzt intern gerade unseren Maildesk. Und man sieht hier schon an den Settings, deswegen habe ich es mit rein. Ich kann den erstmal pro Projekt aktivieren. Ich kann sagen, im Portal bitte nicht mehr sichtbar machen. Wenn ein Public Comment geschrieben werden, kommt ein Yes-No, also eine Activation. Und ich kann die Kommentare, das kennt ihr von Jira, Kommentar kommt ja in fast jedem Workflow-Step. Dort kann ich sie auch ganz ausschalten und kann den Internal-Kommentar als Primär-Kommentar nennen, weil im Standard-Service-Desk ist nämlich der externe, der Public-Kommentar, der Standard-Kommentar. Und da ist man noch schneller mit dem zittrigen Finger unterwegs, dass man das Ganze nicht reinkriegt. Was ist es heute? Ich habe mich heute mal um 11.28 Uhr, da habt ihr gemerkt, wie weit ich mit meiner Präsentation war, als Hausmeister beworben. Gleichzeitig geht es auch über ein Webformular. Und in allen Bereichen ist es so, dass es direkt in Jira Service Desk eingespielt wird, geht an kein anderes Mailpostfach mehr, wird auch, wenn es übertragen wird, automatisch gelöscht. Damit haben wir gleich unsere Probleme bezüglich Datenschutzgrundverordnung gelöst. Ja, weil wie geht es denn bisher? Bisher kriegst du eine Bewerbung, wow, die ist nicht schlecht. Aber ans Jobpostfach haben, glaube ich, nur 4 Leute Zugriff. Dann schicke ich doch das mal dem Alex und dann schicke ich das mal dem Hau mich tot und frage ihn, was hältst du von diesem Lebenslauf? Und dann muss ich gewährleisten, dass nach 6 Monaten jede Bewerbung gelöscht ist. Ja, kann ich nicht, schaffe ich nicht, das zu gewährleisten. Ich kann natürlich den Mitarbeiter unterschreiben lassen, dass er das immer tut, ist auch passiert. Aber hier sind wir im Prinzip so sauber, dass wir sagen, wir haben genau einen Eingangskanal und da bleiben die ganzen Sachen drin. Das Management sieht ganz genauso aus wie bisher. Ich habe ein Service Desk, wir haben uns bei Recruiting auch tatsächlich ein SLA gegeben. Wir haben gesagt, Antwort 4 Stunden, das wollen wir erreichen. Sieht man es nicht immer erreicht. Und hat neue Felder hinzugefügt. Wir haben ein Bewertungssystem hinzugefügt, damit man relativ schnell sieht. Und wir haben auch einen Workflow hinzugefügt. Wir werden sehr, sehr gut informiert. Tatsächlich ist man ja von Jira-Mails immer sehr stark überlastet. Aber hier in dem Bereich tut es wirklich gut, dass man in der gefilterten Liste im Outlook oder im Google entsprechend die Bewerbungen durchsieht, wann antwortet der, ohne dass man immer in den Service Desk rein muss. Das ist ja auch nicht unser Daily Business. Und ich habe aber einen kompletten Collaboration Stream in meinem Ticket. Und Jira Service Desk hat ja standardmäßig auch Template-Texte, die hier wirklich sehr, sehr gut machen. Das heißt, wir haben hier englische, deutsche Eingangsbestätigung, Absage und so weiter. Automatische Eingangsbestätigung haben wir uns noch nicht getraut. Ja, wir wollen eigentlich schon mal reingehen und dann sagen, gut, danke, vielleicht machen wir es irgendwann. Aber es ist ein ganz sauberer Prozess, den wir dann durchmachen können. Wenn wir hier so einen Public-Kommentar machen, dann kommt jetzt wirklich diese Abfrage, bist du sicher, dass du das nach außen schicken willst? Und das ist in allen, wo eine Bewerberkommunikation, wo eine Kundenkommunikation oder Ähnliches ist, ist das bereits eingerichtet und das beruhigt einen dann doch ungemein im Prozess. Der Workflow ist nicht mehr so einfach wie normale Jira Service Desk Workflows. Ihr seht es wahrscheinlich nicht vollständig, aber das geht natürlich hier zum also da ist noch Telefontermin, Skype-Interview hat stattgefunden, Einladen zum Vorstellungsgespräch, Vorstellungsgespräch, Verhandlungen geschlossen oder entsprechend abzusagen, abgesagt. Warum der On-Hold-Status da ist, weiß ich nicht, haben wir noch nie benutzt. Aber da hat mal jemand sehr intensiv drüber nachgedacht. Das heißt, man kann in diesem Jira Service Desk auch komplexere Workflows entsprechend einbinden. Ja. Was ganz, ganz wichtig ist, und ich denke, das wisst ihr alle, das ist, man muss in diesen Recruiting-Prozessen heute wahnsinnig schnell sein. Und wir ärgern uns immer, wenn ein Bewerber, kommt bestimmt 2-3 Mal im Jahr vor, obwohl wir schnell sind, sagt, danke für eure Einladung zum Vorstellungsgespräch, ich habe vor einer Stunde zugesagt. Ja. Das sind Zeiten, wo man sich echt wundert. Und deswegen, man sieht hier am Report, was da in der letzten Zeit durchgegangen ist,
ist natürlich immer so viel, wie man Anzeigen schaltet, so viel, wie man Marketing für das ganze Thema macht, dass man hier wirklich sehen kann und schneller werden kann, Transparenz herstellen kann im Unternehmen. Ich glaube, wir sind da noch lange nicht am Ende. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin sehr, sehr froh, dass wir das erst bei der Version, was ist aktuell, 3.7 oder sowas, glaube ich, von Jira Service Desk gemacht haben und nicht versucht haben, mit einer 1.5 oder 1.6 damit anzufangen, weil dann wären wir grandios gescheitert. In der Zwischenzeit, wer ein Jira hat, das lohnt sich. Es lohnt sich auch lizenztechnisch, wenn man weiß, wer die Agents sind. Es gibt ungefähr 30% der Anwender, die bei den Agents ein bisschen übers Ziel rausschießen. Ist bei uns momentan auch so, dass wir eigentlich 50 Agents brauchen für 50 Mitarbeiter. Das kann es nicht sein. Ja, und in der Beratung beim Kunden, bei uns haben wir es noch nicht gemacht, aber beim Kunden gehen wir immer hin, wenn du genauso viele Agent-Lizenzen wie Mitarbeiter hast, dann müssen wir uns nochmal unterhalten. Das kann nicht sein. So, es gibt Collaborators, es gibt ein Handling von Collaborators, wo man auch zusammenarbeiten kann, ohne dass jeder ein entsprechender Agent ist. Uns bringt es unheimlich viel, uns bringt es Geschwindigkeit. Es ist immer noch ein bisschen ein komisches Gefühl, weil ein kleines, agiles Unternehmen, das sich da augenscheinlich stark organisiert, ja, unser Ziel ist es tatsächlich, das weiter Richtung Digitalisierung zu treiben. Wir haben bestimmte Arten von Angeboten, wo wir 600 im Jahr schreiben, ja, wo wir eigentlich schon wissen, wie man diese Angebote generieren kann. Und das kann man über so einen Service-Desk natürlich in Post-Functions und wie auch immer einbauen und Arbeitszeit einsparen von sicherlich Leuten, die kompetentere Sachen machen können als 600 Angebote im Jahr. Zu schreiben von dem ganzen Dings. Puh, vier Sachen, Jira Service Desk, ich bin fertig. Vielleicht eins noch, ich wollte es als Live-Demo machen, das geht aber nicht. Du kannst entweder nur echte Daten nehmen und das bei so Sachen wie Sales und Bewerbungen und so weiter, das hat hinten und vorne nicht hingehauen. Deswegen sind es dann doch einige Screenshots mehr geworden, als wir geplant haben. Fragen dazu? Ja. Wenn so ein Service-Desk-Ticket eingestellt wird, ist das dann automatisch auch ein vollwertiges Jira-Ticket oder muss man das klonen? Ist ein vollwertiges Jira-Ticket. Okay. Du kannst es auch moven. Wenn du es movest, hast du ein Problem mit deinem Reporting. Also es gibt viele Kunden, die moven, die haben kein Service Desk Reporting. Ne? Was ist kaputt? Wenn es gemoved wird, erst dann ist es ein vollwertiges Jira-Ticket oder ist es vorher schon vollwertig? Ganz normales Jira-Ticket. Ah, okay. Ja. Nur die Sichtbarkeit hin, zum Kunden hin ist eingeschränkt. Genau. Okay. Den Jira Service Desk, den kann man ja separat in der Slurak-Instanz oder in der Jira-Software verwenden. Ja. Wie macht ihr das? Die Produkt-Support ist eine eigene Instanz, so eine ganz kleine, und alles andere ist eine einzige Jira-Instanz. Okay. Ja. Wobei ich das nicht zwingend jedermann empfehlen sollte. Ich hatte heute erst ein Telefonat mit dem Kunden dazu und habe gesagt, könnte auch sein, dass du den Jira Service Desk als eigenständige Instanz betreibst. Ja, und es gibt ja von den Freunden aus Stuttgart dann einen Sync-Mechanismus, wo er sagt, ich möchte das in gewissen Statuselementen, Statuspunkten rübergesynkt haben in mein Entwicklungs-Jira oder was immer da ist. Ja, mal ist das gut, mal ist das gut. Für uns, ein Jira reicht zum Maintainern. Ist ja auch Arbeit, ne? Wie viel Aufwand habt ihr in euer Add-on schon rein? Größenordnungsmäßig? Oder willst du es lieber nicht sagen? Ich guck nachher mal ein bisschen genauer nach. Aber ich meine, der Softwareentwickler selber 12 Tage. Das ist ja harmlos. Ja. Ja, er hat danach gesagt, jetzt weiß ich auch, wie Base64 Encoding in E-Mail funktioniert, und hatte vorher keine Ahnung, wie das geht. Aber
Es ist wenig, also mal brauchst du so viel, mal brauchst du so viel. Nein. Aber bis du sowas dann tatsächlich kundentauglich entwickelst, geht noch ganz viel Zeit ins Land. Ne? Gibt es bei den Add-ons für Service Desk, gibt es da Beschränkungen? Weil ich meine, wenn man jetzt kreativ ist, könnte man ja, sage ich mal, so viel Funktionalitäten reinbauen, um diese eigentlich Jira-Lizenz mehr oder weniger zu umgehen oder zumindest die Funktionalität so weit aufzubohren, dass man halt vielleicht gibt es da von Atlassian irgendwelche Beschränkungen? Also die Lizenzbeschränkung ist, dass letztendlich nur der Agent mit dem Kunden kommunizieren darf. Das wird auch relativ gut abgeprüft und Workflow-Schritte machen kann, also das Ticket schließen kann, sage ich jetzt mal ganz banal. Okay. Und das wird relativ gut abgeprüft. Natürlich kannst du es umgehen. Ja. Aber Atlassian ist jetzt kein Unternehmen, die eine harte Lizenzkontrolle machen, sondern die sagen, wir haben einen Vertrag, wir wollen uns daran halten und es funktioniert in der Regel auch. Also schließen kann der Kunde selber nicht. Es gibt Automations, wo der Kunde sagt, ich schließe jetzt, aber letztendlich ist es fakey-fakey. Okay. Ja. Also man kann dem Kunden auch ein Resolve zum Beispiel ja. geben, was er sein Ticket resolven kann. Was gibt das gibt es schon. Ja. Was dann nur eine Empfehlung ist. Und dann, das ist tatsächlich okay. Ja. Das macht er. Aber wenn du zum Beispiel eine Automation hast und typische Automation ist, nach 3 Tagen Nichtbearbeitung geht eine E-Mail raus und sagen, danke, dass du bei uns angefragt hast, wir schließen das Ticket jetzt, weil du hast dich ja 3 Tage nicht gerührt, macht irgendwo Sinn. Diese Automation bedarf einer Lizenz. Ja? Also dieser User, der diese Mail automatisiert schreibt, braucht eine Agent-Lizenz. Ich habe dir das mit den Anhängen gelöst im Service Desk, dass die Kunden die doch noch bekommen? Du lässt Jira die Mail vorbereiten, fängst sie beim Versenden ab, parst das HTML, schaust, ob ein Attachment-Link drin ist, schmeißt den Attachment-Link weg, holst das Objekt, machst ein Base64-Encode, hängst das an Body dran und schickst es weg. Kennst du E-Mail das Issue des Addon? Nee. Ah, okay, damit haben wir es bei den Kunden gemacht. Okay. Also auch unter der Transition des Addon kann das. Ja. Aber es hat auch ein Workaround. Ja. Mein Kompagnon und der Softwareentwickler, die waren dann so genervt, dass sie einfach Atlas Create New Project. Und jetzt machen wir es einfach, dass es funktioniert. Also das war auch noch bevor die Erstversendung von den Willkommensmails nicht ausgeschaltet ist. Tatsächlich ist das auch noch in dem Add-on drin, dass das unterdrückt werden kann. Braucht man jetzt Gott sei Dank nicht mehr. Habt ihr auch Kunden, die SLAs auf unterschiedliche Timezones aufsetzen? Oder nicht nur eine Timezone, sondern mehrere Timezones haben? Das ist gar nicht so einfach. Weil du im Prinzip das nur mit mehreren Projekten machen kannst. Also du kannst ja beliebig viele Kalender anlegen, kannst die auch in die Timezones legen, aber du kannst einem Issue-Type in einem Projekt nur einen Kalender zuordnen. Ja, und was du jetzt nicht machen kannst, ist sagen, die Leute in den USA und hier bearbeiten dieselbe Queue, weil die haben dann nur einen einzigen Kalender. So. Aber wir haben Kunden, die das weltweit nutzen. Die haben dann irgendwann gar keinen Kalender. Also die haben, ich sag mal, 24 mal 5 Kalender. So ganz grob. Oder wenn es ein gutes deutsches Großunternehmen ist, ja, dann haben sie Montag bis Freitag 7 bis 17 Uhr und sagen, die Amis werden schon irgendwie damit zurechtkommen. Ja, pro Organisation. Es gibt ja in Jira Service, das gibt es noch den Begriff der Organisation und dort kann ich es festlegen wiederum. Wir hatten vorhin auch gesagt gehabt, dass ihr versucht, quasi anhand von E-Mail-Absender schon gewisse Zuordnungen zu machen. Das müsste man auch dann auch über den Weg machen können, dass man sagt, okay, die Internetadresse abc.com, aha, okay, das ist ein Kunde, der hat automatisch US-Timezone.
dass er sozusagen in die Queue weitergeht, wo dann entsprechend Kalender hinterlegt ist. Ja, also soweit sind wir schon. Wir haben es noch nicht entwickelt, weil es gibt Bedenken, dass es richtig ist. Ja, und wenn du in größeren Projektszenarien arbeitest, dann hast du wahrscheinlich dann 5 E-Mails-Domains, die du eintragen musst. Ob dann die Timezone stimmt, weiß ich gar nicht. Aber es gibt auch so Situationen in Projekten, wo die TNG und wir arbeiten, arbeitet noch ein großer Dienstleister namens Atos. Atos hat 76.000 Mitarbeiter. Ich schwöre dir, diese E-Mail-Domain gibt es in einem anderen Kundensegment nochmal. Und dann wissen wir nicht, wie wir damit umgehen können. Also was wahrscheinlich ist, dass wir die Kundendomain eintragen, an der Queue oder am Projekt oder Queues den Kundendomain zuordnen. So, das ist so der Plan und alle anderen dann nachträglich noch manuell einsortieren müssen. Ne? Da gibt es dann irgendeinen Agile-Coach, der garantiert eine Gmail-Adresse hat. Und das ist dem auch vollkommen wurscht, dass er eine externe vom Kunden gekriegt hat. Der nutzt nur die Gmail-Adresse. Und wie kriege ich den dann entsprechend rein? Also das ist beliebig komplex, nervt uns aber auch nicht so. Das würde dann nerven, wenn du in Szenarien reingehst, hunderte Tickets am Tag, wo es echt was bringen würde. Und da muss man ein bisschen tiefer nachdenken. Das heißt, ihr habt jetzt einfach Whitelisten dann für Organisationen, im Prinzip zur Domain zusätzlich Whitelisting von expliziten E-Mail-Adressen. Das würde uns schon 80% der Arbeit abnehmen, bei den Queues zumindest, im Customer Support. Ja. Genau. Wer von euch setzt eigentlich schon Jira Service Desk ein? Es sind ja doch einige. Okay, dann war der Anfang langweilig, sorry. Ja. Aber insgesamt muss man echt sagen, wir sind begeistert. Und man sollte Atlassian bei neuen Produkten mehr als 2 Jahre Zeit geben, um es selber einzusetzen. Ja. Außer man möchte was Cooles ausprobieren, dann ist es auch in Ordnung. Aber in der Zwischenzeit hat es eine gewisse Reife erreicht. That's cool. Pizza schon da? Nee, deswegen, also wir haben noch Luft zu nerven. Gut. Ja? Diese 50 Mitarbeiter, 50 Agents-Problematik. Ich glaube, ich verstehe warum, aber es ist immer noch richtig, dass ich hingehen muss und wenn ich aus einem Hero-Service-Desk-Ticket einen Spezialisten antworten will, der eben kein Agent ist, dann fange ich an, das Jira Service Desk Ticket zu kopieren und ein Jira Issue daraus zu machen? Nein, das musst du nicht. Das, du kannst normale Jira User, also ein User, der eine ganz normale Jira Lizenz hat, als Collaborator hinzufügen zu jedem Ticket, wie du die Permissions konfiguriert hast. Und der kann aber nur intern kommentieren. Mhm. Ja, das heißt, der Worst Case ist, der schreibt sozusagen die Antwort vor und irgendeiner, der eine Agent-Lizenz hat, kopiert die raus und fügt sie nochmal ein und drückt dann auf Comment Public oder Comment to Customer. Das geht heute schon. Also die Kollaboration am Ticket ist gewährleistet. Ja. Wirklich, der Agent ist derjenige, der mit dem Customer kommuniziert. Und diesen Schuh müssen wir uns übrigens selber anziehen. Als Atlassian das Produkt vorgestellt hat, waren die Kunden total begeistert, ja, und die Lizenz war genauso, wie sie heute in Jira ist. Das heißt, Agent-Lizenzen gab es nicht, musste einfach, wenn ich einen Closed Support hatte, musstest du alle Customer lizenzieren. Und da gab es riesen Beschwerden. Und irgendwann hat Atlassian klein beigegeben, ich weiß, wir haben da noch im Einstein mit denen diskutiert über dieses Thema, haben die klein beigegeben und haben gesagt, okay, ihr habt recht, wir machen Agent-Lizenzen. Jetzt haben wir die Agent-Lizenzen, jetzt müssen wir damit umgehen. Ja. Was wir uns jetzt überlegen, ist, dass der Collaborator tatsächlich irgendetwas vorschreibt und wir in unser Maildesk-System dann im Prinzip diesen Copy-Paste-Mechanismus nochmal reintippt. Also dass einer, der eine Agent-Lizenz hat, hingehen muss und sagt, okay, ich möchte das an den Kunden senden. Das wäre eine Option, die auch lizenzrechtlich unbedenklich ist. Solange es der Agent macht. Ja.
Das ist übrigens auch für die, ich vorhin genannt habe, die mit dem Sync-Mechanismus K15T aus Stuttgart, die haben das ganz offen mit Atlassian diskutiert und haben eine gemeinsame Lösung gefunden. Weil wenn du Jira-Tickets synken kannst, ja, dann ist ja dem ganzen Tür und Tor geöffnet. Ja, dann sync ich es immer weg, beantworte es da, sync zurück und alle Kommentare, die zurückgesynkt werden, stelle ich so ein, dass die zum Kunden rausgehen. Damit habe ich die Lizenz umgangen und das hat K15T ausgeschaltet. Das geht nicht. Also da haben die sich wirklich diskutiert und das geeinigt, wie das Ganze läuft. Ja. Die andere Frage, die ich meinen Kollegen immer stelle, mal abgesehen vom Customer Service, bei Jobs, bei Sales, also bei diesen Business-Prozessen. Es ist doch bei den Gruppen-E-Mails auch nicht so, dass die alle lesen dürfen. Ja? Also es kriegt doch nicht jeder jobs@haumichtot.de ins Postfach rein bei einer 50-Mann-Kompanie. Deswegen kann es eigentlich nicht stimmen, dass 50 Mitarbeiter 50 Agents verbrauchen. Außer das ist eine hochgradige Support-Organisation und dann zahlen sie es auch gerne. Oder ob sie es gerne zahlen, weiß ich nicht. Dann ist es okay, wenn sie es zahlen. Soweit. So eine Antwort auf die nächste Frage. Warum oder wo siehst du den Vorteil, wenn du einen internen Service Desk gibt, Jira Service Desk? Warum macht ihr das nicht intern? Warum habe ich die User in Jira gemacht? Bisher. Also letztendlich ist es für die auch einfacher anzulegen. Ja, man sollte erwarten, dass sie auch ein Jira-Ticket anlegen können, aber der Service Desk ist definitiv einfacher. Wir haben die Vorsortierung. Um was geht es denn eigentlich? Ja, ich möchte für mein Team-Event mit 8 Leuten ein Abendessen rauskriegen. Ist halt eine andere Vorsortierung als mach irgendein Task oder sonst irgendwas auf. Die Leute, die es bearbeiten, mögen es lieber in dem Bereich. Und wir haben über die Automation, wobei das geht mit Jira Standard auch, haben wir dann gleich noch festgestellt, das ist Team-Event, das geht zu dem, das ist ScandioDB, also unser ERP-System, das geht dann zu jemand anders, das haben wir schon vorgefiltert, würde aber über Jira auch gehen. Also was man wirklich vermeidet, ist, dass man wissen muss, in welchem Projekt ich was anlegen muss. Weil dieses Mapping zwischen den Aufgaben und den Projekten ist halt etwas, was man dem Benutzer abnimmt durch die gute Strukturierung des Benutzers auf den richtigen Issue-Typ oder die richtige Anfrage. Und das ist etwas, was auch bei uns in der Organisation ein Thema geworden ist. Wir haben auch lauter viele interne E-Mail-Adressen für Service-Sachen. Und muss ich das jetzt an Tools-Ad schicken? Muss ich das an Finanzen schicken, muss ich das an Assistenz-Ad, an Office-Ad oder was auch immer, das macht es ja auch nicht einfacher. Und genauso ist es ja mit den Jira-Projekten auch. Das heißt, ich verlagere das Wissen wieder zurück in eine gute Strukturierung des Problems und habe nicht mehr die Problematik, dass die Leute wirklich wissen müssen, in welchem Jira-Projekt ist, welcher Issue-Typ auszuwählen ist, um einen Prozess zu starten. Und dieses Wissen zu verteilen und aktuell zu halten, ist mit einer wachsenden Organisation nervig, schwierig, unmöglich, irgendwo dazwischen. Und deswegen ist auch dann noch die Vernetzung, das hast du jetzt gar nicht gezeigt, in den Conference Space mit der Help, du hast es schon gezeigt zu Anfang, aber dass man sozusagen die FAQs zu den Sachen nutzen kann und sofort beim Eintippen schon eventuell Standardantworten findet, das reduziert ja ganz stark auch den Demand in den Fehler-Demand. Das heißt, ich kann auch wirklich für die einzelnen Fälle genau die Sachen abfragen, die ich wirklich brauche. Zum Beispiel, wenn bei uns jemand eine VM bei TNG bestellt, dann füllt er ein Service-Test-Ticket aus und da steht genau drin, welche Sachen braucht die Organisation, um eine richtige VM für den zu machen. Der wird genau das Richtige abgefragt, nicht zu viel, nicht zu wenig. Und dann ist es natürlich perfekt, weil man ohne Failure-Demand mit der Anfrage umgehen kann, es einfach tun kann und viel schnellere Turnaround-Zeiten hat, als wenn man wieder mal dann nachfragen muss, wie viele CPUs und RAM hast du jetzt doch wieder nicht in einem E-Mail geschrieben oder in einem Ticket nicht sauber in der Description reingeschrieben oder möchte auch nicht lauter Custom-Fields haben und so. Und da irgendwo ein gutes Trade-off zu haben, wie man das macht, das ist auch bei uns Service Desk in der Firma eine große Hilfe.
Ja. Und ich hab das auch absichtlich Digitalisierung genannt. Das war jetzt natürlich Kleinkind-Digitalisierung, was wir gesehen haben. Aber sowas ist der Anfang, dass du es dann auch irgendwann machen kannst. Wir haben zum Beispiel einen Request, ich brauche einen Docker-Container mit einem Jira und einem Confluence. Das brauchen wir auch wirklich sehr, sehr häufig. Ja? Und es einfach zum Consultant sagen, du kannst es doch, mach's halt schnell selber. Selbst wenn er es richtig schnell kann und richtig gut kann, sind 1,5 Stunden. Ja? Und wenn jetzt momentan ist es noch eine halbe Stunde mit dem Request und wenn es denn dann mal fertig ist und da sind wir tatsächlich dran, die Post-Function, die kriegen wir schon noch hin, dass der die Confluence und Jira automatisch hochfährt, wenn er es bestellt. Und es gibt noch einen anderen Grund, wo Service das wirklich hilfreich ist. Und zwar, wenn man wirklich Workflows und Custom Fields und so weiter macht, bei Confluence muss man schon Administrator sein, das ist auch richtig so. Bei Service Desk kann ich mir vorstellen, dass die Abteilungen, in dessen Prozesse es wirklich geht, das mit Drag and Drop und relativ guter Oberflächenführung selber machen und nicht Administrator sind, weil sie nicht zusätzliche Felder plötzlich zu Confluence und so hinzufügen. Also muss man, also zumindest kann man die existierenden Felder sehr dynamisch mit anderen Descriptions und so weiter versehen, sodass man sie so benutzen kann, wie man sie braucht. Und das ist schon, damit kommt man schon sehr weit. Also klar wird man auch mal wieder eine Frage haben mit dem Administrator, ich brauche jetzt doch nochmal ein spezielles Feld und so, das haben wir so noch nicht. Aber die Menge an Anfragen, die Menge an Konfigurationen, die man sozusagen aus der fachlichen Seite tun kann, ohne Administrator zu sein, ist deutlich höher, als man das sonst kann. Und damit kommt man viel weiter und auch nimmt diese Hemmschwelle, ich muss jetzt Programmierer sein oder ich muss jetzt Administrator sein und kann alles kaputt machen für alle. Und ja, ich meine, die Gefahr besteht ja und das will man eigentlich nicht. Und da kommt man doch deutlich weiter mit Jira Service Desk. Ich glaube, man muss es immer zu Ende denken. Wir haben ein schönes Beispiel, es ist leider nicht Jira Service Desk, aber dieselbe Funktionalität. Wir haben von Juni 2017 bis Ende Februar 2018 für einen Kunden die Plattform aufgebaut und auch die Jira-Projekte angelegt. Das heißt, er hat irgendein Incident-Issue angelegt, ich brauche ein neues Jira-Projekt und dann haben wir das angelegt. Ja? 1800 Projekte in 8 Monaten. Durchschnittlich 60 bis 80 Stunden externe Dienstleistung nur für Projekte anlegen. Mit den ganzen Rückfragen, die dabei waren. Ne? Er sagte, ah, ich wollte doch kein Scrum, ich wollte Kanban. Hahaha. Sehr witzig. Solche Geschichten, das haben die im März abgelöst durch eine Automatisierung. Ticket wird aufgemacht, Kostenstellenverantwortlicher klickt auf Ja und es wird sofort automatisch angelegt. Ist doch geil. Und da muss man, glaube ich, ganz, ganz viele Prozesse hinkriegen. Da gibt es in allen Unternehmen, seien sie noch so klein, auch gibt es auch Prozesse, die dir ein bisschen Zeit rauben. Wir warten immer noch auf die Pizza, ihr müsst noch Fragen stellen. Ja, aber, stell doch mal eine Frage, Benni. Man darf auch aufstehen, ein bisschen was trinken. Vielleicht möchte der David in der Frage stellen oder kurz noch dein Sätzchen loswerden. Euer Mail-Desk, habt ihr vor, das Marketplace-Fake zu machen? Oder ist das ein reines internes Thema? Gib uns noch 2 Monate, dann wissen wir es. Wenn ja, was also, würdest du schätzen, wenn ihr jetzt sagt, da sind 12 PT reingeflossen? In Relation jetzt das wirklich Marketplace-Rave zu machen, ist das nochmal Faktor 2, 3 oder? Also, ich zitiere Tobias Anstedt von K15T, der zu mir vor 1,5 Jahren gesagt hat, Christian, wenn ihr ins Produktbusiness einsteigt, musst du rechnen, wir haben es für uns selber gemacht oder für einen Kunden gemacht, Faktor 5, dann kriegst du es in Marketplace, du hast nur vergessen, die Dokumentation zu schreiben. Marketing. Ja, ich habe gesagt, wir sind viel besser als ihr in Stuttgart, das machen wir Faktor 3. Er hatte recht, es ist Faktor 5. So viel zum Aufwand. Müssen wir schauen, ob wir es uns zutrauen. Ich finde es sehr witzig und ich glaube auch, dass es grundsätzlich einen Markt für sowas gibt. Aber der Atlassian Marketplace ist nicht der Apple App Store. Also man muss auch schon schauen, was man da verkaufen will. Weil 2 Monate, dann weiß ich es. Wieso hast du einen Kunden? Dann geht es schneller. Warum nicht? Oder rein den Default umzudrehen, dass irgendwie der externe Kunden kam und den Default. Ja, das ist
Habe ich mir auch mitgewünscht, das hat wirklich Erleichterung gebracht. Ja. Und, so Techie-Buden reden ja auch nicht sehr höflich miteinander. Da sollte nicht jeder Kommentar nach außen gehen. Aber also David, du wolltest was zu... Genau, ein kleines Announcement hattest du doch. Auf wie heißt es gleich, ne? Machen. Ja. Und dann geht es aber trotzdem in die Pause, würde ich sagen, egal ob Pizza kommt oder nicht. Gut, nur eine kurze Info, wer heute noch nicht genug hat von Atlassian. Es gibt ja, wie vielleicht einige schon wissen, mittlerweile branchenspezifische Events, Automotive zum Beispiel. Und Atlassian veranstaltet mittlerweile ein Event für Finance und Insurance. Das findet statt am 9. Mai. Das veranstaltet die Anacon zusammen mit der IT Economics. Von vorher Herr genau. Mein Name ist David Potzer von der IT Economics. Und am 9. Mai, wie gesagt, wer nach Atlassian Ofi googelt, also so wie Ofi, Ofi auf dem Berg, der findet die Landingpages von Anacon und IT Economics. Es kommt Allianz wird einen Vortrag halten, der Raiffeisenverband Salzburg erzählt was zu Confluence, was die so treiben. Der Robert Permholzer wird da sein und es gibt als Höhepunkt natürlich dann auch noch ein Mittagessen. Das ist also eine halbstündige Veranstaltung vormittags. Halbtägig. Wer Lust und Zeit hat, wir haben noch ein paar Plätze frei und Infos, wie gesagt, einfach googeln auf ihr Essen. Und eine kurze Ergänzung dazu, ich bin von der Anacon, bin dann in Dachwerkstatt. Genau. In der Dachwerkstatt? Im Dachwerkstatt. Genau. Gut. Und bei der Müllerstraße ist es jetzt immer noch keine Pizza. Nee, aber ich würde sagen, wir plündern schon mal den Kühlschrank. Da ist nämlich das Bier drin. Genau. Und weiter geht's, je nachdem wann die Pizza wirklich kommt. Schauen wir mal, also geplant wäre um 1:30. Vielleicht müssen wir es ein paar Minuten nach hinten verlegen. Aber ihr werdet dann wieder den Gong hören, dann geht's weiter.